Ja, dann mal hallo und willkommen zurück bei der Hunter Call of the Wild. Ja, schauen wir mal. Ein neuer Livestream steht an und wir sind in Hirschfeld unterwegs. Und mein Ziel für heute ist es eigentlich mal auf Wiesent zu gehen. Ja, ich sag mal, die Enten, die Gänse sind ja raus und da hatte ich auch einige Videos dazu gemacht. Ja, es wird aber auf Dauer vielleicht ein bisschen langweilig. Habe ich mir gedacht, geht's mal wieder auf Wiesent. War ja auch ein Zuschauerwunsch von euch, dass ich da mal auf Jagd gehe. Und ja, als erstes müssen wir mal noch ein bisschen uns ausrüsten. Ich hatte jetzt schon mal angefangen, habe mir ein neues Gewehr gekauft. Und muss erstmal hier komplett ein bisschen alles ausrüsten. Habe ich gedacht, machen wir mal gleich mal gemeinsam. Dann seht ihr auch, was ich für ein Inventar habe, für Waffen habe, für Munition lade. Ja. Also Waffen. Dabei ist die 270er. Dann haben wir mit die Range Master. Habe ich mir jetzt neu gekauft. Die 338 ist ein einschüssiges Gewehr. Ähnlich der 7mm, aber mit ein bisschen mehr Durchschlagskraft. Habe ich gedacht, das nutzen wir dann mal auf die Wiesens. Das legt man gleich mal hier auf die 0. So. Dann haben wir noch dabei unser Gänsegewehr und einen und ja, hier eine Armbrust. Die habe ich jetzt auch noch im Gepäck, also der Rucksack ist wirklich voll. Jo, und hi Oxid, ja, dir auch einen schönen Sonntag. Schön, dass du wieder dabei bist. So, also 270er müssen wir noch mit Munition ausstatten. Dann nehmen wir einfach heute die durchschlagende. Schauen, die ist Aufpilzung. Okay, haben wir geladen. Ne, haben wir nicht geladen. Ja, haben wir wohl gar nicht mehr. Doch, hier. Okay, 44 Schuss. Das sollte genügen. 338. Haben wir jetzt auch Durchschlagskraft, aber die macht natürlich auch eine mega Aufpilzung und Waffenklasse 4, also das ist wirklich für die richtig großen Tiere. Ja, was fehlt denn noch? Visier brauchen wir noch. Da nutze ich halt sehr gern das 4 bis 8. Das ist jetzt nicht das größte, was es gibt, aber für mich das sinnvollste. Man kann damit wirklich auch mal ranzoomen und ja, man ist nicht zu nah dran. Sagen wir es mal so. Gut, ein Fernglas dabei. Die Kanada ganz Lockpfeife. Rehwild, wichtig. Dann haben wir für Kojoten das Wildschwein. Geruchsneutralisierer und die Tarnliege. Ist dann auch für die Gänse gedacht. Ja, haben wir alles. Munition. Sollte reichen. So, machen wir mal einen Probeschuss. Mal gucken, auf was schießen wir denn? Haben wir nichts. Gut, machen wir keinen Probeschuss. Luftneutralisierer. Ist er hin? Okay, das ist die Gänse. Das Gänse. Hier haben wir ihn. So, jetzt riechen wir schön nach Wildnis. Jetzt riechen die uns nicht mehr so dolle. Ja, ausgestattet sind wir. Jetzt müssen wir bloß noch ins Gebiet der Wiesents reisen. Ja, und das ist halt hier Hirschfelden. Hier unterhalb, hier so. Im südwestlichen Teil halten die sie auf. Hier, wo das ein bisschen so grün ist. Da sind die unterwegs. Da müssen wir mal gucken. Jetzt haben wir hier einen Außenposten, da könnten wir hin. Ernstdorf. Ich suche die meistens am liebsten hier unten. Die genauso, der Region. Auf, wir laufen mal hier oben los. Ernstdorf und bewegen uns dann nach Süden. Bison have been seen wandering closer and closer to Schoenfeld's borders. A herd of bison walking over a straw field can be devastating to the crops. Zomer would like you to harvest at least one to put some hunting pressure here in the Rindeland. Ah, okay. Seht ihr? Haben wir gleich eine Mission bekommen.
Soll man Wiesen hinterlegen, ein bisschen Jagddruck zu erzeugen. Ja, sehr schön. So, was brauchen wir? Fernglas. Richtung Süden und irgendwas von Felder hat die erzählt, aber hier sind keine Felder. Rinderlandschlucht, die ist ja eigentlich hier. Das ist diese Rinderlandschlucht. Oder war die hier? Rinderlandschlucht, genau, hier war sie. Irgend so ein Canyon war es. Alles klar, so, Richtung. Dann. Oh, hier gibt es auch Gänse. Ja, Gänse sollen sich ja eigentlich mehr auf den Feldern aufhalten, beziehungsweise dort landen. Naja. Warten wir mal ab. Ja, wie ist denn es hier? Die haben ja bevorzugtes Gebiet in den Nadelwäldern. Da sind wir hier. Gold richtig. Ja, Lockmittel gibt es leider nicht. Da müssen wir einfach die Ohren aufhalten, ob wir einen Brumpfruf, einen Warnruf hören. Ob wir vielleicht einen sehen durch Zufall. Müssen wir schauen. Okay. Das ist natürlich in die Richtung gelaufen. Aber wir wollen. Ja, komm. Wir gehen nach Süden. Ich habe gerade überlegt, ob wir vielleicht doch der Spur folgen und nach Norden dem Wiesen folgen. So, und Füchse gibt es hier auch jede Menge. Da können wir ruhig mal ein bisschen locken. Da bin ich mal gespannt. Also, wie gesagt, das Gänse-DLC ist ja jetzt draußen und ihr hört es ja auch. Also das Gegacker von den Gänsen. Ich hoffe mal, das geht hier nicht auf Dauer so. Ich dachte eher, die halten sich in den Gebieten rund um die Felder auf, aber wenn die hier gackern und wir haben das jetzt ständig um die Ohren, ist vielleicht auch nicht so schön. Tja, jetzt müssen wir erstmal auf Wiesens aufstöbern. Gehen wir Richtung diesen kleinen See hier. Dann gehen wir genau, dann gehen wir hier lang an der Rinderlandschlucht vorbei. Ja, versuchen wir das mal so hier so lang zu laufen. So südwestlich wollen wir zu diesem See. Ja, wenn ihr Wünsche habt oder irgendwelche Fragen, das könnt ihr ruhig dann mal aktuell in den Chat schreiben oder hinterher in die Kommentare. Gerade wie Wünsche, was ich mal jagen sollte, wo ich mal jagen sollte. Das werde ich natürlich gern mal tun. Oder gern mal umsetzen, den Wunsch. Kein Problem damit. Hier haben wir immer noch diese Wiesenspur. Der ist ja leider in die andere Richtung unterwegs gewesen.
Ja, hier haben wir eine neue Spur. So ein Häufchen. Ist echt ein bisschen wenig los, aber ich denke mal, das kommt noch. Wir sind ja gerade erst gestartet. Wir sind auch auf der Jagd hier. Und da gehört halt Suchen und Aufspüren dazu. So, gucken wir mal. Losung sehr alt, alles klar. Da brauchen wir uns eigentlich gar nicht mehr aufhalten. Weil sehr alt, das ist... Ja, sehr alt. Der ist schon längst über alle Berge. Jo, moin moin, Todi. Auch schön, dass du wieder dabei bist. Endlich mal so ein paar alte Zuschauer wieder da. Hat euch echt schon vermisst. Hier vorne haben wir einen Hochstand. Ein Hochstand ist ja eigentlich immer ein Gebiet, wo sich besonders viele Tiere aufhalten. Weil warum sollte man sonst einen Hochstand dahinsetzen, wenn man da einen schlechten Überblick hat, beziehungsweise wenig Tiere. Warum läuft die ganze Zeit diese Musik im Hintergrund? Ist das jetzt buggy? Weil normal ist doch das eine Musik, die man bloß an den Außenposten eingespielt bekommt. Naja, ist es halt nicht ganz so langweilig. Alles klar, Todi, ja. Der Sommer ist nah, da ist halt der Stress ein bisschen höher. Arbeit, schönes Wetter genießen. Geht mir auch so, hat man kaum noch Zeit, um Videos zu machen. Darum mache ich eigentlich jetzt mehr Livestreams, die kann man so spontan machen, da fällt halt die ganze Arbeit drumherum weg. Dieses Schneiden. Ja, schneiden, hochladen, bearbeiten, kann man sich alles ersparen. So, jetzt bin ich mal gespannt, ob wir denn hier wenigstens irgendwas finden. Meine muss ja mal irgendwo... Reh rumrennen oder ein Fuchs. Vorne haben wir wieder eine Spur. Fußspuren, ja. Sagt leider nichts aus, ob sie alt sind, ob sie frisch sind. Aber ich habe es halt schon öfters gehabt, dass die Center hier in den Seen einen Rastplatz haben. Dass man die dann halt in einer richtig großen Gruppe anfindet. Außer heute. Jo, sei gegrüßt, Jessin. Jessin. Sehr alt. Sehr alt. Ja, auf jeden Fall wissen wir jetzt schon mal, wo wir keine Wiesens finden. Ich hoffe mal, das ist nicht wieder so ein Tag. Oh, ein Reh. Das nehmen wir mit. Halt. Ich hoffe mal, das ist nicht wieder so ein Tag, wo echt keine Tiere unterwegs sind. Hatte ich jetzt öfter schon mal.
Da kann man machen, was man will. Man findet die Tiere einfach nicht. Und dann gibt es wieder Tage, da läuft das wirklich so gut, dass man einfach kein Ende findet. So, ja, ein Reh. Gucken wir mal. Nehmen wir auf jeden Fall mit. Ja, auf was wir jagen. Wiesens. Das ist eigentlich mein Jagdziel für heute. Und weil du sagst, oh, da unten lief's. Du sagst, ihr, ich bin heute allein unterwegs. Der erste Jagderfolg. Nur ein kleines, aber immerhin. Erste Tier erlegt. Ja, 270er ist ein bisschen zu groß für Rehwild. Sehen wir hier Ethikbonus 0. Naja. Naja, Geld gibt's, Punkte gibt's. Nehmen wir mit, laden nach. Sehe ich gerade. Oh, guck mal, da haben wir Glück gehabt. Null Distanz stand noch auf 150 Meter und das war gerade mal. Wie weit war es denn weg? 20 Meter. Da haben wir eigentlich schon Glück gehabt, dass wir das getroffen haben. Stell sie mal 75 Meter ein. Ja, die Rehe mag ich halt. Also das ist so eine Tierart, die sind ja vielleicht zu zutraulich. Also mal ganz kurz gelockt, schon kommen sie angelaufen. Ja. Das war ein Wiesens im Rehfell, sozusagen. Aber Wiesenspuren haben wir und so ist das nicht. Wir sind im richtigen Gebiet. Noch ein Reh. Ich muss die mitnehmen. Wisst ihr, sonst haben wir hier überhaupt nichts, sonst rennen wir bloß hier durch Wald. Ist ja auch nicht der Sinn des Spiels. Nehmen wir lieber ein paar Rehe mit. So wichtig ist auch immer schön hier in Deckung bleiben. Das heißt, an so einem Baum stellen oder im Gebüsch. Da hatte ich doch letztens auf. Was hatte ich denn da gejagt? Das war ein Laden Lake. Weiß ich gar nicht mehr, ob das. Was gab's denn da? Jetzt komme ich nicht auf den Namen. Diese rehartigen Tiere. So sehen tue ich's nicht. Ich höre es aber schon rumhuschen, das Reh. Da ist es. Oh! Ah, da guckt's. Komm, Kopfschuss. Das war mal ein Echo hier im Wald. Wahnsinn. Ja, also was ich sagen wollte. Wenn man hier so auf der freien Fläche sitzt, dann sehen die Tiere ein. Also da muss man auch aufpassen. Die können wirklich sehen. Also ein bisschen Tarnung, Deckung bleiben. Eieiei. Muskel, Schädel, Gehirn, Kiefer. Alles mitgenommen. Ja, voll rein. Naja. Kurz und schmerzlos. Rinderlandschlucht. Warte mal, wir haben doch auch eine Mission vorhin bekommen. Die kann ich ja mal aktivieren. Oha.
Erlege in der Rinderlandschlucht ein Wiesen und verwerte ihn. Nee. Das war von irgendwas mit Jagddruck erzeugen. Gehe zur Rinderlandschlucht, erlege ein beliebiges Tier mit einer Flinte und verwerte es. Nee. Erlege bei Nacht eine verwundete Wiesentkuh. Das ist schon die dritte Wiesent-Mission jetzt. Hirsch, ein Dammhirsch. Ja, okay, also drei Missionen haben wir, wo man Wiese hinterlegen sollen. Ah, jetzt werden es mehr Sporen. Wollen wir mal so ein Häufchen finden. Lass mal sehen, ob die frisch sind. Oder alt sind die Sporen. So, was haben wir hier? Ah, ein paar Rehkuddeln, oder? Ja, Reh. Gerade eben. Reh gerade eben. Also gerade eben heißt ja, das war gerade eben noch hier. Also das ist wirklich nicht sehr weit weg. Das sollte eigentlich den Call hören. So, hier haben wir ein Häufchen. Sehr alt. Ach, sehr ärgerlich. Eine Wiesentjagd ohne Wiesents. Ein Tierchen aus sind wir jetzt unterwegs. An die Rinderlandschlucht, da gehen wir jetzt nicht hin. Das ist so eine Sackgasse nicht. Ich mag die Schlucht eigentlich gar nicht so gerne. Wir haben noch nicht einen Ruf von dem Wiesent gehabt. Jetzt haben wir schon ordentlich Meter hinter uns gelassen, also langsam frage ich mich, wo die hin sind. Sollen die echt nach Norden gewandert sein? So, jetzt gucken wir hier. Da steht so ein altes Jagdhäuschen. Da gibt es hier was. Oh, unser Reh ist hinter uns. Ist noch ein Jagdhäuschen? Mal gucken. Vielleicht liegt was drin. Nee. Nichts. Nichts mitzunehmen. Ja, schön abseits. Das Dixie hingestellt.
Na, gucken wir mal. Da ist noch ein Häuschen. Die Gebäude hat man ja meistens irgendwelche Jagdtrophäen liegen, die man einsammeln kann. Kann man reingehen? Nee, kann man nicht. Schade. Nichts. Einmal nichts. Ja, wo gehen wir jetzt hin? Mann, oh Mann. Das ist natürlich jetzt ganz schön blöd gelaufen, dass wir noch gar nichts entdeckt haben. Das gibt's doch fast gar nicht. Wir könnten aber auch Tichenau. Da gibt's so eine... Ja, so eine Felsenlandschaft. Sag mal, da hatte ich auch schon mal so eine riesige Ansammlung von den Wieselns gefunden. Vielleicht packen die da einfach alle fest. Vielleicht schlafen die da. Man weiß es ja nicht. Ja, hier haben wir wieder unsere Spuren. Spuren waren sie noch sehr alt. Schauen wir mal. Vielleicht sind sie jetzt bloß noch alt. Sehr alt. Ja, gehen wir Richtung Osten. Richtung Westen. Ne, wir gehen Richtung Osten zu dem See. Und wenn wir da nichts finden, dann können wir immer noch nach Tichenau reisen. Und dann gucken wir dort mal die Umgebung ab. Kann ja nicht sein, dass hier gar nichts unterwegs ist. Was mich auch jetzt ein bisschen wundert, wir haben noch nicht mal einen Fuchs gehört. So eine schöne Sicht haben wir jetzt hier. Nichts zu sehen. Gut, jetzt aber Schluss mit dem Gejammer. Jetzt rennen wir. Irgendwo werden die schon sein.
Nee, also sowas habe ich auch selten gehabt. Dass so wenig Tiere unterwegs sind. Vielleicht brechen wir nachher auch die Wiesenjagd ab und gehen einfach runter auf Enten, Gänsejagd. Ah, ich glaube, das machen wir nachher auch. Wir gehen nachher noch auf jeden Fall eine Runde Gänse jagen. Das macht Spaß. Das sieht toll aus, finde ich. Haben wir auch alles mit. Oh, ein Reh. Ruhig. Rumpftruf. Da rufen wir mal zurück. Also es war ja hinterm Hang. Muss mal schauen, ob das irgendwo nach oben kommt. Ah, steht's da nicht schon? Jo. 53 Meter. Naja, wenigstens ist die Rehjagd erfolgreich heute. Ich dachte, da steht noch was da hinten, aber ist bloß irgendein Ast. Schulterblatt, Brustwirbelsäule. Das arme Rehlein. Jetzt kommt's in die Pfanne. Hier ist die Windmühle, die kenne ich. Das ist eigentlich ein sehr schönes Jagdgebiet. Da haben wir also richtig schönes großes Tal. Genau, da haben wir schon den ersten Ruf. Hier stecken die vielleicht alle. Ja, anlocken können wir sie nicht. Da haben wir nichts dafür. Können uns da bloß ranpirschen. Luftneutralisierer, Hammer. Hammer aufgetragen. Der Ruf der Wildnis. Der Duft der Wildnis. Komm. Viel hilft viel. Ja, wir hören die aber. Ich weiß leider nicht, ob das jetzt ein Brumpftruf ist, ob das jetzt einfach nur ein Laut ist, den die einfach so mal ausstoßen. Oder ob er uns schon entdeckt hat. Auf jeden Fall klingt es gefährlich. Da ist er doch. 47 Meter. So. Gucken wir mal. Jo, Range Master. Also erster Schuss mit dem neuen Gewehr. Und einen Plattschuss.
Also, glaub, das wird meine Lieblingswaffe. Auf Wiesent. Was bin ich da schon hinterhergerannt? Ja, endlich. Lang hat es gedauert. Halbe Stunde. Sind wir rumgerannt. So, schauen wir mal. Moment. Ein Reh. Nehmen wir mit. Oh. Schön hier. Halswirbel unten. Und Silber war's. 600 Kilo. Alles 100%. Sehr schön. Also die Waffe ist perfekt für Wiesent. Jo, hi, Link-Link-Boy. Auch schön, dass du wieder dabei bist. Oh, ist schon ganz nah. Oh, oh. Da liegt's. Jo, der Kleine. Ab in die Tasche damit. Nehmen wir mit. So. Ah, die Rehe, das läuft heute. Tichenauer See. Das wäre echt mal interessant, ob wir diese Gänse hier zum Landen bewegen können. Sehe sie bloß nicht. Höre sie, aber sehe sie nicht. Oh, wir laufen in falsche Richtung. Wir wollten ja hierher. So nach Osten, nach Osten, nach Osten. Die Richtung wollen wir. Komisch. Die Losung ist immer sehr alt. Aber jetzt laufen die alle. Aha. Hier haben wir nächsten irgendwo. Ich habe ihn gehört. Ich weiß nicht, ob ihr das auch gehört habt. Aber hier aus der Richtung kam der Ruf. Der klang eigentlich noch verdammt weit weg. Die Range Master hatten eine Reichweite von mal 75 Meter, wenn ich das jetzt so richtig in Erinnerung habe. Also da können wir jetzt keine Fernschüsse damit machen. Guck mal eben, dass ich hier euch keinen Quatsch erzähle. So, also die Munition müssen wir halt immer schauen. Nee, hat doch eine Reichweite von 150 Meter. Alles klar, nehme ich dann zurück. War das eine andere Waffe, die ich meinte? Oh, da läuft er. Jetzt haben wir ihn verschreckt. Ach, ich hab's gewusst.
Kaum bewege ich mich mal ein bisschen schneller. Sind aber auch schreckhaft. Ei, ob wir den hier nochmal finden. Diesem Gebüsch. Ja, da müssen wir durch. Müssen wir schauen, ob er nochmal irgendwo einen Rumpfruf, einen Warnruf ausstößt. Raschel. Raschel, raschel. Da irgendwo hier drüben. Irgendwo hier drüben rennt er rum. Boah, da haben wir wenig Chance, in so einem Laubwald da noch so ein braunes Tier zu entdecken. Ja, also wenn wir den hier finden wollen, da müssen wir echt Glück haben. Ja, Link, Link Boy, also Fortnite. Ich weiß noch, da hattest du mich damals gefragt, ob ich das mal spiele. Das ist leider nicht meine Spielrichtung. Ich mache ja mehr so Survival, Jagen, Angeln. Aufbau, Strategie, Simulation. Ich sag mal, PUBG spiele ich schon mal eine Runde. So ist das nicht. War ab und zu ein bisschen ballern. Das hat schon was, aber für längere Zeit, nee, nee. Immer da gibt es ein anderes Publikum. Andere Spieler. Ja, was findet ihr eigentlich schöner? Livestreams oder halt
wenn man ein paar Let's Plays macht. Oh! Da war was. Mein Fernglas hatte was entdeckt. Tierrufen, Warnruf auf der Entfernung. Eieiei. Ah, da geht er. Schade. Ich sehe noch so ein bisschen den Rücken. Ach, das sind mehrere. Alles klar, pass mal auf. Packen wir gleich mal hier die Waffe aus. So, da steht einer. Könnte man hier schießen. Hat ein paar Hörner. Pass auf. Also einer ist weggerannt. Jetzt ist die Frage. War das der, auf den wir geschossen haben? Ja, ein roter Fleck ist da. Ja, alles klar, Todi, schön. Ja, schön, dass du dabei bist. Ich sehe es ja halt immer nicht. Schon mal gut zu wissen, Livestreams. Ja, mir persönlich gefallen sie jetzt auch inzwischen. Viel lieber. Die haben zwar nicht jetzt mehr so diese Aufrufe im Nachhinein, weil die halt zu lang sind, die Videos. Aber ich sag mal, das ja, Interagieren mit euch ist schon schöner. Ich sag mal, es hat halt immer einen Überraschungseffekt. Man weiß ja nie, was passiert, weil es halt live ist. So. Jetzt habe ich natürlich hier Orientierung verloren. Ich glaube aber, ich habe nicht getroffen. Weil wenn, wäre ja der rote Fleck. Da sind wir gleich angekommen. Ja, ich habe eigentlich schon inzwischen so viele Spiele. Und momentan bin ich irgendwie an dem Punkt angekommen, dass ich zu ja, 95% der Spiele keine Lust mehr drauf habe, irgendwie noch Videos zu machen. So, was haben wir denn hier am Blutspritzer? Eieiei. Jo, hi Sven. Schuppen. Schuppan. Sorry. Tut mir leid für den Versprecher. Ja, was hast du denn verpasst? Naja. Eine lange Suche hast du verpasst. Ein paar Rehe haben wir abgeschossen. Jetzt haben wir unser zweites Wiesent endlich mal gefunden. Ja, irgendwo im Wald. Ja, ich würde sagen, verpasst hast du noch nicht viel. Ja, wo war ich stehen geblieben? Wollte ja ein bisschen was über Spiele erzählen. Ja, da hatte ich zu nichts mal Lust und ich bin ja eigentlich auch so ein Dino-Narr, also Dinosaurier. Und ich habe mir jetzt vorgestern das Jurassic World geholt. Also da muss ich mal sagen, das ist ein Spiel perfekt für mich. Also das ist ja Aufbau, Strategie, Simulation, Dinosaurier, Management. Alles das, was ich gerne spiele, vereint das und das macht echt mega viel Spaß. Also wenn ihr auf sowas steht, kann ich euch echt nur empfehlen. Hat jetzt auch schon mal zwei Videos davon rausgehauen. Livestream wollte ich eigentlich nicht machen, weil das haben jetzt so viele große Let's Player auf dem Kanal. Also das habe ich ja noch nie erlebt. Dass das so viele große aktiv und lange Zeit spielen, ist natürlich dann total schwer für mich. Da jetzt irgendwie noch ein paar Zuschauer abzubekommen, aber das macht echt mega viel Spaß und da kommen noch viele Videos, das kann ich euch versprechen.
Ja, und Subnautica, ja, das war auch oder ist immer noch eins meiner Lieblingsspiele. Das ist auch so ein richtiges Spiel fürs Auge. Und da konnte man auch halt viel entdecken, viel wirklich schön gestaltete Kreaturen entdecken. Das hat auch total viel Spaß gemacht. So, gut. Losung frisch. Jo. Moin, moin, kann nix. Auch dir einen Hallo und schön, dass du wieder dabei bist. Ah, jetzt habe ich natürlich den ganzen Redefluss, meine Spur, meine Blutspur verloren. Aber wir folgen mal der Spur. Hier hatten wir ja eine Losung sehr frisch. So, frisch. Ja, es gibt ja noch frisch und gibt es gerade eben. Ja, echt total schade, dass wir so wenig Wiesens heute finden. Jetzt haben wir echt extra die große Waffe gekauft, die macht auch gut Spaß. Also zieht gut durch. Aber wenn wir hier nichts zum Testen haben. Jetzt sind wir da wieder an der Windmühle, oder? Ja, die Spur, die war vorhin schon da. Doch, wir machen das anders. Ich reise mal hier nach Tichenau. Irgendwo muss ja mal auch eine große Herde unterwegs sein. Ah, kack, 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 ihr Gänse. Überall sind die jetzt unterwegs. So, Tichenau. Gehen wir. Da gehen wir Richtung. Ja, komm, wir gehen mal Richtung Norden. Richtung dieser Rinderlandschlucht. Ah, jetzt fällt mir ein. Hier oben. Nee, wo war denn das? Hier gibt es irgendwo so ein großes. So eine große Wiese. Da habe ich mal ganz früher, wo ich das Spiel angefangen habe, so eine riesige Herde entdeckt. Das ist wirklich wie so eine Art Prärie gemacht. Da stehen auch ein, zwei Hochstände. Ach, wenn ich jetzt wüsste, wo das war. Guck mal, da sind sie. Gucken wir, ob die reagieren. Interessiert die nicht. Dann könnten sie aber auch aufhören, hier rumzugackern, wenn man die ja sowieso nicht zum Landen bekommt. Schade. Da ist so ein Tannenbüschel, also so ein
Tannenzweig und ich dachte, da steht ein Wiesent, weil das so schön braun dort war. Nach Westen. Oh, ein Reh. War was ganz Neues. Meter. Da steht zum Frist. Aber ich denke mal, das ist nicht das, was hier gerufen hatte. Da, guck mal. Und hier kam doch noch eins auf uns zu. Wo sind das hin? Da. Oh, ein schöner Rehbock. Oh, hier läuft noch eins. Guck mal, hier haben wir noch eins. Nehmen wir mal den Rehbock. So. Und da wir ja Rehe kennen, und die gar nicht so weit wegrennen, verhalten wir uns mal schön still und locken die einfach wieder an. Ich hätte natürlich auch einen Bogen dabei. So ist das nicht, aber da müsste ich jetzt wirklich wieder eine Waffe umrüsten. Und wir wollen ja gleich noch ein bisschen auf Gänsejagd gehen, wenn ihr Lust dazu habt, natürlich. Was sagt denn ihr? Wollen wir noch ein bisschen hier rumirren im Wald oder wollen wir auf Gänsejagd gehen? Reh direkt voraus, ich höre schon rascheln. Da kommt noch eins. Ja, genau das meine ich. Die Rehe kommen halt wieder. Schönes Beispiel. Waren gleich zwei Stück mit einmal gekommen. Das können wir erstmal einsammeln. Du, Sven, du bist für Gänse. Schön. Da bin ich auch dafür. Ein bisschen Abwechslung. So, schauen wir mal hier. Silber geschossen. Ah, schade, Edik-Bonus. Den haben wir verpasst. Hier drüben, da war halt noch ein Wiesent. Das gehen wir jetzt nochmal suchen. Das muss sein. Da lassen wir lieber das Reh hier in Ruhe. Vielleicht kommt es hier hinterher. Ja, das Wiesent war mächtig hinterm Berg. Kam der Karl her.
Plus. Ach, ich kann mir das immer nicht merken. Welche Richtung ich geschaut hatte. Ich habe immer so ein bisschen Hoffnung, wenn ich hier diese Re-Lock oder diesen Re-Lock-Ruf verwende, dass man doch ein paar Wiesens damit mal anlockt oder zum Korn bewegt. Schöne Aussicht haben wir ja, so ist es nicht. Ja, guck. Unter 30 Meter. Oh, angeschossen. War ein bisschen blöd. Habe ich ein bisschen im Bauch. In Bauchrichtung geschossen. Unbeabsichtigt. So, komm. Das folgt mir noch dem Reh. Schauen. Sehen wir hier? Nee, da ist alles rot in dem Gebiet. Und dann gehen wir zu den Gänse. Ja, aber Wiesentjagd ist jetzt nicht aufgehoben, diesmal aufgeschoben. Also da gehe ich garantiert nochmal los. Müssen wir mal schauen, vielleicht kann ich sogar die Lucy überreden, nochmal mitzumachen. Was heißt denn überreden? Hat ja auch ein bisschen Lust. Und in den letzten beiden Livestreams war sie ja mit dabei bei der Gänsejagd. Und ja, da haben wir erstmal so ein bisschen getestet, wie das Ganze funktioniert, wie die Gänse reagieren. Haben auch einiges herausgefunden, dass die Gänse halt wirklich sehr gut gucken können, dass die das abschreckt, wenn man ungetarnt auf dem Feld steht. Oh je, im Darm geschossen. Alles klar, gehen wir zur Gänsejagd über. Ah, ein Reh. Wollen wir es mitnehmen? Bambi. Angeschossen. Nein. Ich dachte, der geht jetzt so schön in die Halswirbelsäule rein. So, Blutspur. Wo ist er? Ah, wer von euch hat denn gestern Fußball geguckt? Also ich bin ja eigentlich kein Fußballfan, aber so eine Länderspiele, die gucke ich mir dann doch schon mal an und das war ja mal mega aufregend. Man hat ja echt gedacht, das war's, jetzt können sie nach Hause fahren. Und dann zischt er da noch so ein Traumtor rein. Sag mal, da hat man wirklich richtig gute Laune gehabt hinterher. War wirklich schön. So, du Reh. Das Reh ist weg.
Ja, haben wir sie. Ist doch nicht weg. Was ist denn hier los? Mach mit dem Reh. $25,50. Hat's noch Leben, okay. Also, es ist am Sterben. Der arme kleine Racker. Guck mal, selbst jetzt. Kein Wiesent. Kein Wiesent ruft hier mal. Bis 25. Ja. Ist aber noch ein ganz schönes Stückchen gekommen. Muskel haben wir's. Ah, guckt euch das mal an. Ganz knapp neben der Wirbelsäule. So, jetzt gucke ich noch mal kurz am See. Ja, auch die Gänse landen auf dem See. Nee, ist ja Quatsch. Da kann man sie ja gar nicht einsammeln. Oh, hier. Total viele unterwegs. Sehr alt, alles klar. Es geht zur Gänsejagd über. Jo, Link Pink Boy, mach's gut. Schön, dass du dabei warst. So, schauen wir mal Gänsejagd. Gänsejagd, ja, auf jeden Fall müssen wir auf die Felder. Das ist dann halt immer so eine Frage. Wo sind denn die gerade unterwegs? Ein schönes Feld. Gehen wir hier hoch auf die Maisfelder. Da habe ich sogar noch ein paar Zelte stehen. Wenn ich nur wüsste, wo ich letztens unterwegs war. Ich glaube, ich war hier unten. Ja, wo dieser... Nee, der rote Fleck war es nicht. Dann war ich hier unterwegs. Schnellreise. Gehen wir mal gucken. So, das Einzige, was ich nicht mit habe, ist eine Attrappe. Aber pass mal auf. Nehmen wir noch eine mit. Das heißt, ich muss mal... Nee. Ich muss im Rucksack ein bisschen Platz machen. Was macht man da? Nee, Moment. Zack. Wir tun mal unsere... Rage Master Waffe raus. Dann haben wir reichlich Platz. Die brauchen wir jetzt nicht. So. Ja, dauert ein bisschen, als ich das hier bei mir lädt. Warum auch immer. Keine Ahnung. So, hier. Wo ist es denn? Hier, Kanada ganz Attrappe. Wachend suchend. Nehmen wir beide mit. So, da bekommen sie noch einen Slot. Auf den Null legen wir die. Inventar. Lockmittel. Eine Wachende. So, sehr schön. Waffe haben wir auf der 9 liegen. Alles klar.
Gänschen, die gackern schon fleißig. Und wir müssen Richtung Osten. So, erstmal rennen wir bis zum Feld. Weil wie gesagt, die landen erstmal bevorzugt auf Feldern. Vielleicht landen sie auch auf Wiesen, weiß ich nicht. Ja, genau hier. Das war das Feld. Hier habe ich schön viel Gänse runterlocken können. Hier hätte ich ja letztens dieses kurze Video dazu gemacht. So, das hat jetzt auch keinen Sinn, wenn wir die Gänse schon locken. Wir müssen uns erstmal ein bisschen vorbereiten auf dem Feld. Jetzt sind wir total außer Puste. War ich hier schon? Ja. So, suchen? Ja. Der Erbe von Königsberg. So, ich würde mal sagen, wir gehen ziemlich in das Tal rein, weil wenn wir nämlich oberhalb liegen, ist das blöd, wenn wir nach unten schießen müssen. Und wenn wir unten liegen, können wir natürlich auch schön die Gänse nach oben wegballern. So. Stellen wir erstmal hier so ein paar Gänschen hin. Da eine. So, die wachen jetzt. Bloß uns merken nicht, dass wir die noch versuchen abzuschießen. So, haben wir ein paar Gänse. Das tun wir hier schön in der Mitte. Unsere Tarn. Ist die Tarnliege platzieren. Tar, Inventar. Genau, die Tarnliege. Deluxe. So. Eigentlich sind wir jetzt schon bereit. Das war's. Ja, und sobald wir Gänse sehen, legen wir uns hier in die Liege rein, locken die und dann sollten die eigentlich direkt hier neben uns landen. Ah was, guckt mal. Und wie sind auf dem Feld unterwegs. So, hör schon Gänse. Gehen wir hier rein. So, jetzt muss man gucken. Da kommen sie, da hinten. Oh je, sind die weit weg. Ja, jetzt wird es vielleicht ein bisschen nervig. Könnten uns aber hören. 500 Meter reicht hier der Lockruf. Okay. Alter, vorbei. Ah, diese Wiesenspur, das war doch die Mission, die ich vorhin bekommen habe. Ich habe es aber leider irgendwie nicht gefunden. Da hieß es ja, oder die gute Frau hat gesagt, dass die Wiesens hier diese Felder platt rampeln und wir sollten doch mal eins erlegen, um hier Jagddruck zu erzeugen. Natürlich die Frage, ist das Wiesent hier irgendwo in der Nähe? Dammhirschen Prumpftruf. Da hinten. 200 Meter. Habe ich leider keine
Kein Lockruf mit. Wir können aber hier mal. So, machen wir auf 150 Meter Null Distanz. Dann versuchen wir den mal zu erlegen. Da liegt er. Machen wir nun. Bleiben wir hier vorne, sammeln wir mal alles ein und gehen mal dahinter. Wenn wir die nächsten Gänse hören, packen wir gleich wieder die Tarnliege aus. Weil die Attrappen, das muss nicht sein, kann sein. Ich habe es jetzt auch schon sehr erfolgreich ohne gemacht. Hier ist auch eine schöne Wiese. Ach, Wiese. Ja, ich will dahinter auf die Wiese. Hier ist auch ein sehr schönes Feld. Oha, guckt euch mal hier. Tödlicher Treffer. Boah, echt ein. Sieht aus wie ein Lungentreffer, also so eine Blutlache. Erlege in Hirschdorf einen Dammhirsch und verwerte ihn. Oh, haben wir gemacht. Oh, ich höre Gänse. Oh, schnell, 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 schnell. Tarnliege. So, rein hier. Lockruf. Da kommen sie. Na komm, hört ihr denn eure Artgenossen nicht? Eigentlich sieht man, wenn die so gleiten, dann haben sie den Ruf gehört. Ah, ist das ärgerlich. Wären wir jetzt davon geblieben, hätten wir sie gehabt. Vielleicht ist es auch bloß zu neblig. Könnte man schon schießen. Sinn. Ah, sie kommt zurück. Oh, jetzt drehen die tatsächlich in die falsche Richtung. Guck mal, jetzt gleiten sie. Und drehen sie zu mir?
Hä? Hä? Da liegt noch eine Tornliege. Wie viel kann ich denn hier auspacken? Okay. Ja, eine Sammlung wieder ein. Ist auf jeden Fall ein Stückchen weiter vor. Wird doch schon den nächsten kommen. Jetzt flitze ich aber schnell ein bisschen vor hier. So, komm, stellen wir noch hier ein paar Attrappen hin. Sehen die? Aha. Wir sind schon ein paar da. Also die da haben überhaupt keinen Formationsflug drauf. Oh, jetzt trennt ihr so kurz vorher ab. Waren schon auf dem Weg zu mir. Aber Moment. Hier rüber. Ah, da kommen sie. Hier kommen sie. So, schön runter hier. So ist fein. Ja, jetzt sehen die natürlich alle gleich aus. So, jetzt. Zwei Schuss haben wir. Nee, wo ist denn mein Gewehr? Und die kommt sogar auf uns zu. Ja, läuft. Sehr schön. Drei Stück konnten wir legen aus dem Schwarm. Ja, da habt ihr wenigstens mal gesehen. Funktioniert. Sehr schön. Und die sammeln wir gleich mal ein. Dass die nächsten kommen. Ja, das hatten die auch gepatcht, dieses Vogelschrot. Ich habe ja diese DLC-Flinte mit dem Vogelschrot dazu. Das hat ja zum Anfang gar nicht funktioniert. Da hat man echt so wenig Schaden gemacht. Aber jetzt irgendwie funktioniert's. Muskel, Gabelbein. Ja, hier haben wir zwei Treffer. Ich weiß nicht, wie viel Schrotkugeln da enthalten sind in der Patrone. Aber ich hatte es letztens auch schon, dass wir da 5, 6 Treffer mit einem Schuss machen. Oh, Scanschen. Muskel, Muskel. 50-50 ist auch 100%. Und Silber. Also hier bekommen wir auch Ethik-Bonus der Flinte. Ja, hier, das meine ich. 4 Treffer hat die bekommen. Silber. So, da höre ich schon die nächsten. Ah, ganz da hinten. Oh Gott. Ja, da hinten fliegen die. Die Kleiden. Ja, man weiß es nicht. Muss man einfach probieren. Vielleicht hören sie es.
Ja, endlich auch schönes Wetter. So macht's Jagen Spaß. Unser Reh. Was ist denn eigentlich aus unserem Reh geworden? Ja, Gänschen. Und wenigstens ist heute nicht langweilig geworden. Warum auch immer, wir haben heute den ganzen Tag hier unsere Musik angehabt. Wie gesagt, ich kenne es eigentlich bloß, dass die an den Außenposten angeht. Naja. Hat was. Weiß genau, wenn ich jetzt zum Reh renne, ob wir es getroffen haben, dann kommen die Gänse wieder. Nee, ich wollte gerade noch mal schauen, ob wir das Wiesent sehen, aber das war ja ganz da vorne. Da war die Spur. Hat jetzt auch keinen Sinn, wenn wir jetzt zwei Felder weitergehen. Aber die Gänse überfliegen sowieso die ganzen Felder. Nichts, nichts zu hören. So, packen wir mal alles ein hier. Unsere Attrappen mit. So, zerlegen. Pass auf, wir reisen noch mal eben. Gehen wir auf ein paar andere Felder. Und zwar hier. War auch gleich. Aufs Feld rennen. Ja, kommen die Gänse nicht zu uns? Gehen wir zu den Gänsen. Ah, zwei so eine Liegen hat man mit, sehe ich gerade. Unten angezeigt. Komisch, warum hat man. Ach so. Da kann man halt zwei Liegen hinstellen und kann hinrennen. Und die Gänse gerade sind. Wollte schon sagen, wozu hat man denn zwei so eine Liegen, wenn man bloß eine benutzen kann? Oh. Ja, haben wir doch eine schöne Herde. Kann ich leider nicht anlocken. Da haben wir hier unser männliches Tier. Waren wie viel? 170 Meter.
Leg mal hin. Da sind wir Profi drin. Oder? Wir laden nochmal nach. Oh Mann, hoffentlich treffe ich jetzt. Erzähle ich hier was von Profi. Klickt. Der Rest ist weg. Hauptsache das Männchen rausgeschossen. Das bringt ja Trophäenwertung. Ja, so ist das. Hätte ich gar nicht damit gerechnet, dass die mitten auf der Straße stehen. Da lang. Dammhirsch. Gucken wir mal. Den da sehen. Reh. Reh sehen wir. Da haben wir einen Dammhirsch. Ah, hier haben wir. Ach, hier. Oh, da haben wir noch ein Männchen. 100 Meter. Liegt. Zwei Herden. So, Silber geschossen. Nehmen wir mit, 100%. Ja, der Wiesentjagd sollte das werden. Wir haben eigentlich so gut wie keine Wiesents gefunden. Jetzt wollen wir hier auf Gänsejagd gehen. Was finden wir? Dammhirsche ohne Ende. So, Bronze. Ethikbonus 0, ja. 270er ist ein bisschen groß. Wo sind die Gänse? Was haben wir da entdeckt? Ein Dammhirsch. Noch mehr Dammhirsche. Sagt man eigentlich Rudel dazu? Ne, war Gruppe. Das ist dann schon die dritte Gruppe, die wir jetzt sehen. Gucken, ob wir auch noch das Männchen finden. Das nehmen wir dann auch noch mit. Schlecht. Ordentlich viele Tiere. Wo ist hier der Chef? Das war ein Reh. Interessiert jetzt nicht so. Gucken, wo Dammhirsche sind. Hier haben wir eins. Jetzt könnten wir schon. Hier ist der Rest. Okay, pass auf. Mal gucken, vielleicht schaffen wir zwei. Das war ein Reh. Das war nix. Das haben wir auch nicht getroffen, das erste.
Kein Lockruf, kein Caller habe ich mit, leider. Also ich höre so ganz leicht Gänse. Gucken wir einfach mal, ob die bei uns vorbeikommen hier. Sieht gar nicht so verkehrt aus. Ja, also die sollten kommen. Hallo, Gänschen? Was? Die waren so nah dran. Schade. Schade. Also die waren jetzt wirklich eigentlich in Reichweite. So, ich nehme aber noch kurz dieses Informationsdings mit. Hallo? Ich höre Gänse, Gänse. Ich muss zurück. Klingt zwar sehr weit weg, aber man weiß ja nie, ob sie noch kommen. Oh. Ach, das sind wieder diese Dammhirsche. Sind sie denn? Ach, hier kommen sie schon. Nicht weg. Was habe ich getan? Was habe ich getan? Ach, weil ich diese blöde Gans in der Hand genommen habe, statt das Gewehr. Hier, diese blöde Attrappe. Ich wollte das Gewehr nehmen, habe die Attrappe in die Hand genommen und das hat die sofort abgeschreckt. Und guck mal, da kommt der Nächste. Los! Oh, sie Gleitflug, das heißt, die drehen gleich. Denkst du? Da hinten der nächste Schwarm. Sagt man das Schwarm dazu? Gänse? Ach, war ärgerlich. Dass ich die vertrieben habe, aber ja, aus Fehlern lernt man. Also niemals eine Attrappe in der Hand nehmen, wenn man im Tarnsack liegt. Der Tarnliege.
Ich höre sie überall gackern. Aus allen Richtungen. Komm hier. Ach, da vorne sind sie gelandet. Viel zu weit weg. Dann noch hinter der Attrappe. Nein. Kommt mal näher gelaufen. So, ich nehme mal das Gewehr diesmal. Oh. Sehr schön, Gänschen hier. Oh, da kommt gleich noch mehr. Was? Nein. Nein, ich hab's ja wieder verfehlt. Naja. Gut. Ihr habt gesehen, wie man es nicht macht. Ah, okay. Wir haben ja schon ein paar erlegt, so war es denn auch nicht. Ja, gut. Wiesentjagd, Gänsejagd. Dammhirschjagd, würde ich mal sagen. Das war's für heute mit der Jagd. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Würde mich sehr freuen. Und wenn ihr neu dabei wart, lasst ein Abo da. Denn es folgen noch einige Livestreams. Ja, da würde ich mal sagen, hat mich wirklich sehr gefreut, dass ihr ja so lange dabei wart, und macht's mal gut. Bis später.